MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV und herzlich willkommen hier zu meinem lang ersehnten Flughafenfeuerwehr-Simulator 2013. Wie gesagt, es wird 20 Folgen von diesem Let's Play geben und ja, es ist etwas lange her. Ich möchte das Tutorial nicht spielen, das haben wir schon mal gemacht. Ich weiß so in der Art, Pi mal Daumen, worum es geht, was wir machen müssen. Da brauche ich jetzt kein Let's Play dafür. Kein Tutorial, so rum. Ja, ich hoffe, es gefällt euch und ich hoffe, dass es vor allen Dingen auch mir gefällt. 20 Folgen wird es geben, eine Folge ist ja schon oben. Und ja, ihr habt es euch gewünscht und diesem Wunsch komme ich natürlich nach, auch wenn es etwas verspätet ist. So. I'm still waiting for ya. Oh, I'm still waiting for ya. Wie lange müssen wir denn jetzt hier warten? Hallo. Los. Na los, Spiel. Zeig, was du Guten kannst. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen alleine. Da ich selber viel zu tun habe, ja. Nur schnell das Wichtigste in okay. Kürze. Zunächst zu unserem Feuerwehrmann Anwärter. Das sind wir. Ich teile dir heute das Einsatzleitfahrzeug Florian 1 zu. Danke sehr. Nachdem du den Feuerlöscher für den Füllstand und das Fahrzeug auf seine Funktionalität geprüft hast, okay. Bist du heute auch für unsere Lieblingsbeschäftigung, die Zaunkontrolle, zuständig. Ach, die Scheiße. Dazu muss der gesamte Geländezaun abgefahren und auf mögliche Beschädigungen kontrolliert werden. Findest du beschädigte Stellen, okay. So meldest du deine aktuelle Position per Funk an den Leitstand. Okay, machen wir. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut in Schuss aus. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität gilt. Hoffe ich doch. So, das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit und passt auf euch auf. Natürlich, die Maus ist ein wenig flott. So ist angenehmer. Wie geht's? Oh, mir geht's ganz gut, dankeschön. Wie geht's? Danke, gut. Wie geht's? Ach, perfekt. So, einmal hier runter in den Kreissaal. Florian 1 ist unser Fahrzeug. Nein, wie schön. Dann steigen wir mal ein hier und legen los mit unserem Florian. So, Zaunkontrolle. Das bedeutet, wir müssen gucken, ob Zaun in Ordnung ist. Dann fahre ich doch direkt geradeaus durch. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Funk. Ganz genau, wir sind draußen. Das bedeutet, wir können auch im Einsatz gebraucht werden. Das funktioniert. Gut. Alles scheint so gut wie zu funktionieren. Blinker. Perfekt. Was wollen wir denn mehr, ne? Gehen wir wieder rein. So, irgendwo hier muss ja der Zaun sein, glaube ich. Hey, so eine kleine Rennmaschine oder sowas war das doch gerade, oder? Das ist schon cool. Also, wir haben lang genug auf dieses wunderbare Let's Play gewartet und endlich ist es hier in GamerTV auch drinne. Hat etwas länger gedauert aus dem Grunde, weil halt keine Zeit, nicht immer Zeit fürs Spielen. Und daher ist das halt... Yay, ein Drift um die Ecke und los geht's mit der Zaunkontrolle. Ich dürfte sowas in echt gar nicht machen. Ich würde nur Blödsinn machen, glaube ich. Ich würde hier rumrasen, so ein bisschen driften und so und einfach ein Loch in den Zaun fahren und dann sagen, ja, hier ist eine kaputte Stelle. Nicht, dass das auffällt dann, dass wenn ich da bin, dass der Zaun nie kaputt ist oder so. Und wenn ein Kollege fährt, ist da immer mal ein Loch oder so. Das wäre dann zu auffällig, glaube ich. Aber ich hoffe, dass der Zaun heute mal lückenlos ist. Vor allen Dingen... Wie sieht so ein Zaunloch aus? Ich weiß, dass sie markiert sind. Wie kann man sich sowas vorstellen? Ne? Warum zur Hölle macht einer ein Loch in den Zaun? Warum? Ja, mit viel Gefühl hier um die Kurve. Wunderbar. Nix Loch, nix Loch, auch kein Loch. Sieht gut aus, dass wir heute relativ früh Feierabend machen können. Oder es kommt noch Notdienst, also Notruf oder so, aber ich glaube gerade momentan sieht es eher nach Feierabend gleich aus. Hm.
Oh, mal eben locker mit 110 km/h hier langen düsen und so gesehen nichts tun. Das ist echt cooler Beruf. Nicht schlecht. Ist auch nirgendwo was kaputt. Wie gesagt, das wird rot markiert, ja. Nicht, dass ihr meint, ich fahre jetzt hier mit Vollspeed durch und daher sehen wir nicht die Beschädigung. Doch, die Beschädigung sieht man eindeutig. Ich hoffe, dass wir jetzt eine finden. Dann kann ich euch das zeigen, wie das Ganze aussieht. Und wenn das Let's Play natürlich Bombe ankommt, auch nach 20 Parts, dass wir unsere Zuschauerrate nicht verlieren, dann kann es sein natürlich, dass ich mich, wenn es mir selber auch natürlich gefällt, überreden lasse, dass wir deutlich mehr Parts machen. Sagen wir mal 100 oder so. Aber anscheinend ist momentan irgendwie so kein Loch. Nicht, dass das schlecht ist oder so. Finde ich noch nicht mal schlimm. Ist ja so gesehen besser für die Fluggesellschaft, wenn keine Löcher im Zaun sind. Ich hoffe, dass wir schnell aufsteigen und auch die Möglichkeit bekommen, eine hohe Punktzahl ratzfatz zu erreichen. Wo lang fährst du denn? Warum fuhr der auf dem Gras rum? Der wollte auch mal driften. Der dachte so, ah komm, ich drift mal eine Runde. Da hinten seht ihr das rote aufblinken. Und da hinten nochmal. Zwei rote Punkte. Da hinten ist der Zaun kaputt. Man sieht es zwar nur unscharf, aber da hinten ist er kaputt. Da die zwei Punkte, die da blinken. Da hinten in der Ecke ganz schnell und hier vor uns auch noch irgendwo. So, ich habe das Licht mal angemacht, weil es hier irgendwie sehr düster wird. Weiß auch nicht gerade warum. Vielleicht zieht ein Sturm aus, liegt aber auch vielleicht... Florian 1 an Leitstand. Habt ihr das gesehen? Loch im Zaun an meiner derzeitigen Position. Verstanden. Habt ihr das gesehen? Hammer, oder? Ich bin einfach gedreht. Einsatzbefehl für Florian 1. Florian 1 an Leitstand, melde Einsatz angenommen. Wir sind unterwegs. Licht an. Auf geht's. Jetzt geht's aber los hier. Wir haben circa 2 Minuten Zeit. Fast 3, glaube ich. Um am Einsatzort anzukommen. Ich zoome mal ein bisschen die Karte raus, dass ich auch weiß, wo ich hin muss. Ich glaube, hier geht's gleich nicht weiter. Komme ich zumindest nicht durch. Hier komme ich durch. Und hier kam ich durch. Wunderbar. Florian 1 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Yes, wir sind angekommen. Aussteigen, Leute. So, hier fackelt es aber ordentlich. So, machen wir das mal weg hier. Ich glaube, der Mülltonnenbefeuerer Florian 1 an Leitstand hat wieder zugeschlagen. Mann, 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 immer diese Leute, die einfach Mülltonnen anzünden müssen. Das ist doch irgendwie ein Fetisch bei denen. So, zurücksetzen. Ist natürlich doof. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo hier das Loch im Zaun war. Versuch mal Pi mal Daumen hinzufahren, aber ich glaube nicht, dass es machbar ist für mich. Mit meinem Kurzzeitgedächtnis wird das sehr schwer werden. Hey, ein kleines Flugzeug. Kommen wir drunter? Ja, ne? Ein Logo, kommen wir da drunter. So, ich fahre jetzt einfach mal geradeaus durch zum Zaun wieder hinten hin und dann schaue ich mal nach, wo das verdammte Loch war. Da hinten ist ein Loch. Seht ihr das? Ist ganz lustig. So finde ich die Löcher auf jeden Fall. Wo ist es? Wo blinkt es rot? Ich glaube, da geradeaus durch habe ich es blinken sehen. Na komm. Ich war doch jetzt nicht blind, oder? Also wird bestimmt nur verdeckt. Na, oder auch nicht? Da ist es. Wusste ich es doch. Wunderbar. Ich weiß auch gar nicht, wann Schichtende ist. Zwei Löcher aneinander, Wahnsinn. Ne, ist keiner. Aber hier. Dann gucken wir mal. Florian
Florian 1 an Leitstand, melde ein Loch im Zaun an meiner derzeitigen Position. Wo denn? Es wird bestimmt automatisch entfernt. Verstanden. Lol. Wow. Auch viel zu schnell um die Kurve gefahren. Vorsichtig, wir müssen ja nicht die ganze Zeit driften hier. Nur mal eine Drehung hinlegen, total unnötig. Boah, sind hier viele Flugzeuge heute unterwegs. Wow, Entschuldigung, es tut mir so leid, Leute, ohne Mist. Das will ich alles einfach nicht. So. Fahren wir mal zur Leitstelle zurück, würde ich sagen. Und schauen da mal nach, was noch so anliegt. Gut. Merken, darunter passen wir nicht durch. Unterm Flugzeug ja, aber kompletto nicht. Ich glaube, wir müssen unser Fahrzeug nämlich mal waschen. Sieht ziemlich dreckig aus. Da komme ich nicht durch, ne? Nee. Mann, Herbert, was ist los hier? So. Und hier um die Ecke. Wunderbar, jetzt sind wir richtig, oder? Ja, ich muss noch eins rüber. Ist das schlimm. Jetzt bin ich aber richtig. Korrekt. Fracht. C, D, B, A. Und da hinten ist die Leitstelle, glaube ich. Yes, korrekt. Wunderbar. Florian 1 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. So, ein Stück zurücksetzen. Machen wir unser kleines Auto mal ein bisschen sauber. Sieht ja ziemlich schmutzig aus. Das muss nicht sein. Ich versuche, wie gesagt, so viele Parts wie nur möglich hochzuladen. Also täglich eine versuche ich. Ob mir das gelingt, werden wir dann später sehen. Aber momentan relativ wenig Zeit, wie gesagt. Aber ich versuche es, ne? Aber wie gesagt, die Leute, die drauf gewartet haben, sind schon mal ein Stück weit befriedigter. Das hört sich ganz schön komisch an. So. Ist ja ganz praktisch hier. Einfach so rechts, links gehen und das funktioniert wunderbar. Was die hier an Wasser verbrauchen durch mich? Das finden die selber nicht so prickelnd. Naja, was sollen sie machen, ne? Die haben mich ja eingestellt. Also müssten die ja durch ein Praktikum oder so schon wissen, was ich für ein Chaot bin. Seit 4 Stunden vorbei. Da du es nicht geschafft hast, selbstständig bei Zeiten Feierabend zu machen, muss ich dich jetzt zwangsweise nach Hause schicken. Kein Problem. Komme ich mit klar. Ah, Zaunkontrolle unvollständig, minus 50 Punkte, aber 150 Punkte haben wir schon mal ergattert. Die Schicht ist zu Ende. Obwohl du für die Zaunkontrolle eingestellt warst, wurde ein beschädigter Zaun gemeldet. Nicht gut. Sei nächstes Mal sorgfältiger, damit du bei der nächsten Zaunkontrolle wirklich alle schadhafte Stellen entdeckst. Du benötigst noch 850 Punkte, um in den nächsten Rang aufzusteigen. Wunderbar. Das speichern wir da drüber. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Mein Name ist Herbert von GamerTV. Macht's gut, bleibt wie ihr seid und Tschüssikowski.